Ja, herzlich willkommen zum ersten Roundtable beim Deutschen IT-Security-Kongress. Wir widmen uns heute dem Thema Security Operations Center oder auch kurz SOC genannt. Sicherheitsvorfälle nehmen zu und verursachen empfindliche Störungen in den Betriebsabläufen von Unternehmen. Wie kann ein Frühwarnsystem verhindern, dass wichtige Geschäftsprozesse stillstehen? Mein Name ist Ulf Masselink, ich bin Marketingleiter bei der PCO und ich freue mich, heute drei Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen, die Ihnen spannende Antworten und Einblicke liefern werden. Ich begrüße heute Matt Partl von Microsoft, Nicolas Hoppe von Hellmann und meinen Kollegen Dennis Grüschow von der PCO. Bevor wir gleich ins Thema einsteigen, würde ich Ihnen gerne kurz meine Gesprächspartner vorstellen. Matt, magst du dich einmal vorstellen? Mein Name ist Matt Partl, ich bin Cloud Solution Architekt in der Microsoft Partnerorganisation. Beschäftige mich mit Themen wie M365 Security, also Security im Kontext zum modernen Arbeitsplatz und das große Thema Azure Cloud Security. Wir haben, wie schon gesagt, mit der PCO unter anderem SOC Service entwickelt und werde die dann auch im Laufe der Diskussion vorstellen. Matt, vielen Dank dir. Nicolas, guten Tag. Magst du auch noch ein paar Worte zu dir sagen? Ja, gerne. Hallo zusammen. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Wäre gerne im Studium. Kann leider aber nicht, wie so viele. Ja, mein Name ist Nicolas Hoppe. Ich bin Head of Cyber Security und IT Risk Management bei Hellmann. Bin quasi verantwortlich für alles rund um Cyber Security in der Hellmann-Welt. Hellmann bekannterweise weltweites Unternehmen ist mit vielen Core-Sites rund um die Welt, für die wir Security umsetzen müssen. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und auf das Gespräch. Nicolas, vielen lieben Dank. Jetzt bleibt uns noch Dennis vorzustellen. Dennis, guten Tag. Ich übergebe jetzt gerne an dich. Ja, Dennis Grüschow, mein Name von der PCO. Ich bin Security-Architekt und berate unsere Kunden im Umfeld von Security-Lösungen ganzheitlich und habe zusammen mit unseren Partnern auch unser SOC entwickelt. Und wir sind ja auch im Umfeld bei Angriffen dann häufig bei den Kunden mit unterwegs und unterstützen bei der Bewältigung solcher Vorfälle. Sind dann vor Ort und retten oder unterstützen die Kunden entsprechend, die Die Vorfälle entsprechend in den Griff zu bekommen. Genau. Und die IT-Systeme dann wieder ans Laufen zu bekommen. Und sind dann da immer mit unserem Incident Response Team vor Ort, die dann von der ersten Stunde an quasi dabei sind und dem Kunden helfen, ob das in den ersten Sichtungen ist, was denn überhaupt passiert ist, oder dann auch nachher, wenn es darum geht, zu sehen, sind die Angreifer im Netz noch unterwegs? Mhm. Sind die dabei noch weiter vorzugehen und überhaupt erstmal auch ein Bild davon zu bekommen, was ist denn überhaupt gerade Stand der Dinge? Bis hin dann auch nachher dahin zu gehen und zu sagen, okay, wie kommen wir denn wieder dahin, dass der Kunde arbeitsfähig wird? Und da sind wir viel unterwegs. Das Ganze wird immer komplizierter, natürlich auch dadurch, dass die Umgebungen immer komplexer werden. Jetzt im Zeitalter der Digitalisierung und auch mit Cloud wird das Ganze natürlich sehr, sehr komplex und aufwendig. Und ist es bei vielen Kunden auch einfach schwierig, durch die Vielzahl von Lösungen, die im Einsatz sind, auch Security-Lösungen, dann auch den Überblick zu behalten, was passiert da vielleicht gerade, wo sind kritische Logs aufgetreten. Und das muss ja alles irgendwo im Blick behalten werden, weil häufig stellen wir immer wieder fest, dass an vielen Stellen schon sichtbar gewesen ist, dass Angreifer vielleicht schon seit Wochen im Netz irgendwo beim Kunden aktiv gewesen sind und sich da, das Netzwerk ausgekundschaftet haben und analysiert haben, wo sie da zuschlagen können und dann, an Tag X irgendwann den Schalter umlegen und dann ist das ganze Netzwerk verschlüsselt und der Kunde kann nicht mehr arbeiten. Und ihr seid eigentlich so richtig wie so eine schnelle Eingreiftruppe. Also ihr habt das Equipment, was ihr habt, vorbereitet und könnt quasi, wenn ein Kunde anruft und sagt, wir brauchen euch, seid ihr einsatzbereit? Genau, wir haben also quasi so wirklich Notfallkoffer da stehen, mit dem wir dann los können zum Kunden und Geräte mitbringen zur Analyse und dann direkt reinhängen und analysieren können. Und da sieht man halt auch immer wieder, dass das an vielen Stellen schon im Vorfeld sichtbar hätte sein können, dass da gerade was im Gange ist und dass da was passiert. Aber halt Events dann gar nicht mitbekommen worden sind, weil die Eventlogs einfach zu überfrachtet sind und man das gar nicht alles nachvollziehen kann.
Und deshalb wird es eigentlich immer wichtiger zu gucken, diese Dinge auch im Blick zu behalten. Weil man muss ja dann auch irgendwie gucken, wie sind die Angreifer reingekommen, wie haben sie sich im Netzwerk bewegt und sind sie da immer noch aktiv. Und ein großer Punkt ist halt immer das Einfallstor auch zu finden, wie sind die Angreifer denn reingekommen. Und gerade das stellt viele dann auch immer vor die große Herausforderung, das rauszubekommen, weil das Einfallstor verschwimmt ja immer mehr durch die Cloud-Szenarien, die da sind, Mitarbeiter im Homeoffice und so weiter. Und das ist halt einfach extrem schwierig, dann da hinterher zu kommen. Und deshalb muss man sich auch mal so ein bisschen damit beschäftigen, ja, wie können die denn reinkommen und gerade jetzt auch im Zeitalter von Cloud. Und macht es vielleicht Sinn, wenn wir mal einmal kurz auch mit Matt vielleicht kurz drüber schauen, was gibt es denn überhaupt für Cloud-Modelle und was gibt es dann da auch für Security-Aspekte zu beachten, damit man auch so wirklich das ganze Bild hat, weil an vielen Stellen ja, ist es bei den Kunden einfach so, die Firewall ist erstmal da, aber das ist nicht mehr unbedingt der alleinige Schutz, sondern wir brauchen an vielen anderen Stellen noch was. Matt, magst du vielleicht mal kurz was dazu sagen, welche hybriden Cloud-Szenarien es gibt und was da security-technisch beachtet werden muss? Genau. Ja, erstmal muss man beachten bei Cloud-Security, dass sich der klassische Perimeter, so wie wir ihn kennen, aus dem eigenen Datacenter, sich praktisch auflöst. Das heißt, Cloud Computing bedeutet die zentrale Bereitstellung von Applikationen und Daten bei einem öffentlichen Cloud-Provider, Beispiel Azure. Ja. Im Grunde genommen muss man besonderen, wir haben von Microsoft die sogenannte Zero Trust, den Zero Trust Ansatz, letztlich Identitäten, die auf kritische Applikationen zuzugreifen, entsprechend zu schützen. Beispielsweise mit dem Azure AD Premium. Das ist eine lizenzierte Version und bietet über Conditional Access ein Identity Access Management. Ein weiterer Punkt, wenn ich Applikationen zentral in der Public Cloud, sprich Azure, bereitstelle, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Bereitstellung. Der erste Weg wäre beispielsweise über virtuelle Maschinen. Ja, das auf der Applikation läuft. Was brauche ich, wenn ich eine virtuelle Maschine auf Azure bereitstelle? Ich brauche eine Netzwerkinfrastruktur. Und da fängt schon das Security an. Ich muss mir Gedanken machen, wie segmentiere ich diese VNet-Infrastruktur auf Azure, in denen letztlich die Applikation bereitgestellt wird. Data-Tier, ich brauche zusätzlich einen Data-Tier. Der letztlich, die Applikation spricht ja über ein mit einem Data-Tier, ist die Frage, wie stelle ich sicher, dass keine externe Identität direkt auf den Data-Tier zugreifen kann. Das Thema Verschlüsselung, verschlüssel ich über eine hauseigene PKI, verschlüssel ich letztlich über Microsoft Keys. Das sind alles Themen, die hier mit reinspielen. Die zweite Möglichkeit, was wir gerade erleben bei Microsoft, ist ein großer Hype, dass die Kunden dazu übergehen, Cloud-Technologien einzusetzen. Und aktuell ist das Thema Bereitstellung von Applikationen über Container-Services, Docker-Container, Azure Kubernetes-Service. Hier habe ich kein Betriebssystem. Hier muss ich mir nicht Gedanken machen um das Patchen von Betriebssystemen. Die laufen letztlich auf Blades in dem Container. Aber das Thema Netzwerksicherheit spielt hier mit rein und auch wiederum das Thema, wie schütze ich den Data-Tier. Die dritte Möglichkeit, und das ist der Modern Workplace, klassische SaaS-Applikation. Ja. SaaS-Applikationen wie M365, also Office 365, brauchen keine Netzwerkinfrastruktur. Und hier erfahren wir von Microsoft einen ganzheitlichen Ansatz. Beispielsweise mit dem bereits erwähnten Azure AD Premium als Identity Access Management. Wir haben MDATP, der Endpoint, ja, sozusagen unsere Anti-Malware, die auf jedem Windows 10-System tief integriert ist. Wir haben Microsoft Information Protection zur Verschlüsselung der Daten, wenn die in den Cloud-Speicher, sprich auf OneDrive oder SharePoint Online gelegt werden. Und wir haben letztlich auch das Thema Security Management über das Compliance-Portal von M365. Anzufügen wäre für M365, weil das ja aktuell auch ein Thema ist, weil viele von Remote aus arbeiten mit Microsoft Teams, dass es natürlich zu lizenzieren ist. Ja, da gibt es verschiedene Varianten, den M365 E3 Stack, Security Stack und E5 Stack. Und E5 Stack hat gewisse Automatismen. Das heißt, ich muss mir über viele Sachen keine Gedanken mehr machen. Ja, das soweit erstmal, das ist das sogenannte Shared Responsibility Modell, was ich gerade vorgestellt habe. Ja.
Ja, super. Danke dir, Matt, erstmal. Nikolas, kannst du uns vielleicht mal einen Einblick geben, so als aus der Hellmann-Welt, wie ihr da aufgestellt seid? Ihr seid ja auch Richtung Cloud unterwegs, gerade auch mit Office 365 oder M365. Und uns mal so ein bisschen auch schildern, wie geht ihr mit diesen geänderten Security-Anforderungen um? Ja, sehr gerne. Ja, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht das Gleiche wie Matt erzähle, denn ganz viele Dinge, die ich gerade gehört habe, sind exakt aus der Realität bei uns gegriffen. Jetzt nicht immer nur Microsoft-spezifisch, aber wenn man sie ein Level drüber zieht, kann ich ganz viel davon direkt wiederholen. Also insbesondere der Teil Cloud und Hybrid Environment ist bei uns ein Riesenthema natürlich. Der Cloud-Gebrauch hat sich intensiviert die letzten Jahre, insbesondere bei Hellmann, durch die Einführung von Office 365, M365. Aber wir haben natürlich immer noch unsere Hybrid-Umgebung. Also wir haben immer noch unsere Data-Center-Umgebung und jetzt hinzugekommen neue Cloud-Umgebungen. Das ist jetzt nicht nur Microsoft, wir sind auch in der Amazon Web Services Welt unterwegs. Heißt also, wir haben, genau wie Maps gesagt hat, eigentlich den Perimeter erweitert. Es gibt ihn eigentlich nicht mehr. Was ist denn jetzt wirklich das Problem? Und wir haben eigentlich festgestellt, dass wir in den letzten Jahren eigentlich immer mehr feststellen mussten, dass die Anforderungen sehr ähnlich geblieben sind auf einem generischen Level. Sie müssen bloß jetzt transferiert werden in die neue Cloud-Welt. Die Themen, die Matt angesprochen hat von Authentifizierung und Zero Trust, früher war Zero Trust kein Thema, das ist jetzt durch die Cloud-Welt viel stärker in unsere Welt reingekommen. Eine ordentliche Security-Architektur aufzubauen, ist eines der wichtigsten Themen. Früher hat man seinen Perimeter gehabt, hat darin die Komponenten sortiert und konnte sich dann sicher sein, das ist das, was wichtig für mich ist. Heute gibt es da sehr viele Schnittstellen nach draußen, ganz viele Interdependenzen, die ganz andere Security-Mechanismen wichtig machen. Ich fand auch noch gut der Bereich Richtung Verschlüsselung und Kryptografie. Klar war das früher auch ein Thema, aber jetzt verlassen halt die Daten die Unternehmensgrenzen. Und es ist nicht mehr das Gefühl, alles, was ich zu Hause habe, ist auch sicher, sondern die Themen wandern durch die Gegend. Und da jetzt nochmal ein bisschen den Schluss zum Security Operations Center auch vielleicht schon so ein bisschen zu bringen. Das Logging und Monitoring ist eigentlich viel, viel wichtiger bei uns geworden. Also es ist viel relevanter geworden, sich Logs anzuschauen und Alerts anzuschauen, denn die neue, moderne Infrastruktur, die wir inzwischen nutzen, gibt ganz andere Möglichkeiten, Dinge nachzuverfolgen, also sich genauer anzuschauen. Da bin ich halt in dem Logging- und Monitoring-Bereich, da zum Beispiel als Beispiel in Microsoft 365 ganz anders aufgestellt, als das zum Beispiel früher mit anderen E-Mail- und Kollaborationslösungen der Fall war. Die Arbeit ändert sich ein bisschen in der Cloud oder in der Hybrid-Cloud-Welt, denn früher hat man sich um die Zertifizierung des eigenen Ladens gekümmert und heute muss man über die Grenzen hinweg sich die Sicherheitszertifizierung anschauen. Da macht es natürlich die großen Hyperscaler einem einfach, denn es gibt jede erdenkliche Zertifizierung, hat eine Microsoft, hat eine Amazon. Das heißt, darum muss man sich jetzt tatsächlich weniger Gedanken machen, aber mehr, wie das operative Modell von uns selbst auszusehen hat, damit wir unsere Service dann auch sicher anbieten können. Ja. Ja, super. Danke dir erstmal. Matt, um jetzt auch den Bogen dann Richtung SOC zu bekommen, ihr habt ja auch im Zuge eurer Microsoft-Infrastruktur ein Referenzmodell zu dem Thema SOC aufgebaut. Kannst du uns da mal was zu erzählen, wie das da ausschaut? Und ich glaube, du hast es auch vorbereitet, dass du uns das einmal kurz zeigen möchtest. Also generell ist es so, dass wir vor einem Jahr circa Azure Sentinel als zentrale SIEM und SOA-Lösung announced haben. SIEM Security Incident Event Management und SOA Security Operation Automation Response. Ja. Das heißt, wir können auf Sicherheitsvorfälle können wir automatisiert reagieren. Das heißt, das funktioniert ungefähr so, dass wir von den verschiedenen Security-Entitäten Daten sammeln, die, auf Basis von Log Analytics und dann mit unter Threat Intelligence daraus Angriffsmuster ableiten. Ich zeige mal kurz ein Slide. Das ist so die sogenannte Microsoft Security Referenzarchitektur für SOC für den SOC-Betrieb. Ich denke, man kann es jetzt, sollte es jetzt sehen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Das heißt, wir haben unten die bereits angesprochenen
Dienste und wir haben diese Dienste, Security-Dienste, wir haben auch Partner bei Microsoft in der Microsoft Intelligent Security Association, sind diese Technologiepartner gelistet. Einen Redner haben wir ja später noch von der Fortinet. Das heißt, generell muss ich mir natürlich erstmal, wie schon angesprochen, geht es um Netzwerk-Security. Wie sammle ich Telemetriedaten, Signale aus meiner Netzwerkinfrastruktur, die ich auf Azure abbilde? Das heißt, wir sammeln diese Daten in einen zentralen Log Analytics Workspace und können dann auf Grundlage dieser Daten die bereits angesprochenen Angriffsmuster erkennen. Wir bieten das Ganze auch an, wir können auch Telemetriedaten von Endpunkten sammeln, die letztlich auf die Cloud-Applikation zugreifen. Wir können entsprechend Telemetriedaten, Signale von der Identity Access Management Lösung, Azure AD Premium, aber wie schon gesagt, wir bieten auch die Integration von Drittanbietern und der zentrale Bereich im Bereich Office 365 mit den bereits angesprochenen Diensten. Das heißt, wir sammeln diese Telemetriedaten aufgrund unserer Erfahrung. Das ist unsere Threat Intelligence, vielleicht der ein oder andere kennt das, ist der Microsoft Intelligent Security Graph. Da können wir, wie schon gesagt, auf Grundlage von sogenannten Alert Rules können wir entsprechende Incidents ableiten. Und dann gibt es einen zentralen Dienst, der letztlich einen Automatismus reinbringt. Das heißt, ich kann automatisch, wenn ein Angriff beispielsweise von einer spezifischen Source-IP-Adresse erkannt wird, kann ich die IP-Adresse des Angreifers entsprechend blocken. Und die kann ich blocken, entweder über Conditional Access in dem Azure AD Premium, was Teil von Azure AD Premium ist, oder beispielsweise über eine der Applikation vorgeschaltete Firewall. So, ein grundsätzliches Problem ist, das Thema, wie man hier schon sieht, aufgrund der Referenzarchitektur ist ein sehr komplexes Thema. Und gerade im Mittelstand haben die Kunden nicht, sage ich mal, die Kapazitäten letztlich auf 24x7 Basis so einen SOC-Service anzubieten. Das heißt, diese Aufgabe übernimmt die PCO. Die hat entsprechend zertifizierte Architekten, SOC-Analysten, die in der Lage sind, diese Dienste, die hier unten angesprochen sind, zu verstehen und auch dann, wenn es zu einem Incident kommt, entsprechend in die forensische Analyse einzusteigen und darauf aufbauen, entsprechend Gegenmaßnahmen zu definieren, die dann automatisiert greifen. Und das ist letztlich der Mehrwert. Und wir von Microsoft, wir nehmen das Thema Security sehr ernst. Für uns ist das natürlich auch ein Enabler, weil viele Kunden, die haben immer noch entsprechend Vorurteile gegen die Verwendung von der Public Cloud. Sind meine Daten überhaupt dort sicher? Um die Frage vielleicht einfach zu beantworten, sie sind sicher, sofern man einen ganzheitlichen Security-Ansatz verfolgt. Und übrigens, dieses Modell greift nicht nur auf Azure. Das Azure Sentinel, das Security Operation Modell, die Referenzarchitektur, ist beispielsweise auch für hybride Cloud-Infrastrukturen oder Multi-Cloud-Strukturen einsetzbar. Also wenn der Kunde beispielsweise neben Azure noch AWS, wie bei Hellmann, eine AWS-Infrastruktur betreibt, hat er die Möglichkeit, dort entsprechend durch den Einsatz von MDRTP, dann gibt es noch so ein Log Analytics Agents, dort an die entsprechenden Signale zu kommen und dann entsprechende Gegenmaßnahmen automatisiert zu definieren. Ja, das soweit erstmal so als groben Überblick, ja, was wir von Microsoft wie wir das Thema SOC entsprechend umfassen mit unseren Services. Ja, prima, danke, Matt. Nicolas, wir sind ja zusammen momentan dabei, das Thema SOC für Hellmann zu entwickeln und sind ja auch schon gestartet mit ersten Diensten, die wir da für euch auch leisten. Kannst du mal vielleicht aus deiner Sicht auch noch mal darstellen, wie seid ihr da hingekommen, dass ihr gesagt habt, wir müssen da jetzt mehr machen, wir müssen wirklich da in einen richtigen SOC-Betrieb reingehen und wie weit das SOC dann auch dazu beitragen kann, dass eure Geschäftsprozesse dann am Ende des Tages irgendwann nicht zum Erliegen kommen? Ja, also eigentlich kommen wir da ganz einfach oder relativ schnell an den Punkt, dass man da eigentlich drum kümmern muss. Also wir haben unser Security-Konzept ist an den drei Feldern Protect, Detect und Respond ausgerichtet.
diese drei Themen sind halt die, an denen wir uns entlanghangeln. Also wir müssen unsere Dinge schützen, wir müssen Events mitbekommen und wir müssen, wenn es daneben geht, schnell reagieren können. Ist, glaube ich, auch kein komplett neuer Ansatz, aber das beschreibt ganz gut, wie wir es gemacht haben. Bei Protect sind wir klassischerweise schon gut aufgestellt. Also wir haben gute Maßnahmen, um uns security-mäßig aufzustellen. Allerdings im Detect- und Response-Bereich wird es halt besonders knifflig, wenn man sich dann auch noch vorstellt, wie viele Daten da zusammenkommen, wie viele Events dort reinkommen. Alleine die Vorqualifizierung, haben wir jetzt wirklich einen Vorfall oder nicht, der nimmt so viel Zeit in Anspruch. Das kann ein Mittelständler, so wie wir es sind, auch wenn er international tätig ist, wirklich schwierig stemmen. So, und gerade die Detect Capability, wie sie bei uns nennt, ist die, die wir durch unseren Managed Security Service mit euch an den Start gebracht haben. Das heißt, an der Stelle war für uns die Option, ja, machen wir es selbst, also bauen wir uns selbst ein Security Operations Center aus, besorgen uns das Personal, um einen 24-7-Betrieb an den Start zu bekommen im Schichtbetrieb, oder können wir uns das als Service einkaufen und dann vielleicht auch Skaleneffekte zu nutzen für eine PCO, die dann natürlich mehrere Kunden aufgleist und wir die Personen deutlich besser auslasten können. Und diese Themen haben am Ende dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen das extern vergeben und haben das dann am Ende auch gemacht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch sowas, ein SOC betreiben, jetzt nicht das Kerngeschäft einer Hellmann, die den ganzen Tag damit zu tun hat und jeden Tag da eigentlich schon ganz tolle Erfahrungen gemacht hat. Das ist natürlich ein anderer Treiber. Und der dritte Punkt ist, wenn es in die Respond reingeht, dann ist es ja eigentlich gerade interessant, Experten an der Hand zu haben, der schon sich mit der Umgebung auskennt und der sofort dann reagieren kann, basierend auf den Events und den Alarmen, die dann vielleicht doch kein False Positive sind, sondern ein True Positive und so dann auch Zeit gespart werden kann, denn Verfügbarkeit ist der wichtigste Treiber bei Hellmann. Und so komme ich zum zweiten Teil deiner Frage. Wie kann das SOC helfen, die Geschäftsprozesse nicht zum Erliegen bringen zu lassen? Ist ganz klar, bei Hellmann, klar kann ein LKW ohne IT fahren, keine Frage, aber nicht koordiniert. Also wir müssen zusehen, dass die Daten entsprechend verfügbar sind, wenn sie notwendig sind. Und das können wir halt nur, wenn wir halt ja die Augen offen halten, auf Events reagieren. Und das ist halt einfach wieder sichergestellt, indem wir euch am Start haben, die unsere Events abarbeiten. Nikolas, vielen Dank für diesen ersten Überblick, den du uns da gegeben hast. Hast jetzt schon mal einiges erwähnt, wie der SOC-Service aussieht. Dennis, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie sieht der, was leisten wir alles im PCO mit dem PCO-SOC-Service? Was ist da alles mit drin? Was kann man erwarten als Unternehmen? Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir Alarme aufgreifen, die aus verschiedenen Systemen kommen können. Also das kann direkt aus der Antivirenlösung herauskommen oder von der Firewall. Es können aber auch Events sein, die aus einem SIEM-System raus generiert werden. Und dann gucken unsere Experten da halt entsprechend drauf, bewerten das und gucken, was ist denn da überhaupt passiert? Was hat dazu geführt, dass dieser Eintrag da generiert worden ist? Einfach um mal ein Beispiel aufzugreifen, gibt es gerade im Office 365-Bereich Meldungen, wo es heißt, okay, da hat sich jetzt gerade jemand versucht, aus Nigeria anzumelden mit dem Account und 5 Minuten später in Deutschland. Das ist eigentlich was technisch nicht möglich ist, weil ich kann nicht in 5 Minuten von Nigeria nach Deutschland reisen. Wahrscheinlich nicht. Da kommt dann so ein Alarm hoch und dann muss ich gucken, was ist denn da passiert? Dann muss vielleicht auch Kontakt mit dem User mal aufgenommen werden und sagen, Mensch, kannst du dir vielleicht erklären, wie es dazu gekommen ist, dass man das halt entsprechend nachvollziehen kann. Und man guckt dann auch, okay, wenn der User sagt, nee, kann ich mir nicht erklären, wie es dazu gekommen ist. Ich bin die ganze Zeit in Deutschland gewesen, dass man dann guckt, okay, sind vielleicht auch Daten abgeflossen? Und dass wenn man dann entsprechend dann auch Maßnahmen einleitet, wie ein Kennwort-Reset oder ein Profil zurücksetzen oder solche Geschichten. Und das wird dann halt für die verschiedenen Alarmtypen dann auch entsprechend definiert, was geprüft werden muss, wie dann geguckt wird, was muss da gemacht werden.
und welche Maßnahmen werden dann entsprechend eingeleitet. Und so arbeiten wir das dann entsprechend durch. Und das kann dann auch eine Vielzahl von Services betreffen. Das kann, ich sag mal, wie gerade schon gesagt, die Antivirensoftware betreffen. Da spielen aber dann auch Geschichten aus dem Microsoft AD-Bereich mit rein. Also wo ich dann sehen kann und sagen kann, okay, wenn zu viele fehlerhafte Anmeldungen da sind, also ein User versucht sich immer mit einem falschen Kennwort anzumelden, dann, ich sag mal, im Normalfall versucht ein User das vielleicht 3, 4, 5 Mal. Und dann stellt er fest, ist irgendwas nicht in Ordnung, ich habe es vergessen, ich kann es nicht. Und dann meldet er sich bei seiner IT und dann wird das Kennwort zurückgesetzt. Und dann entsprechend dann gelöst, dann sieht man das auch an den Logs eigentlich relativ gut. Mhm. Aber wenn ich da jetzt zum Beispiel sehen kann, da passiert alle 10 Sekunden ein Anmeldevorgang und das seit 2 Stunden und ich habe da hunderte von Einträgen drin, dann ist eigentlich relativ klar, dass das automatisiert ist, dass da ein Angriff im Gange ist. Und dann muss man die entsprechenden Maßnahmen da ableiten. Und das bewerten wir dann bei uns im SOC entsprechend. Okay. Und gehen dann dem nach und treten dann, je nachdem wie es abgestimmt ist, dann mit dem Kunden in Kontakt. Jetzt im Beispiel mit Hellmann, Nikolas hat das ja gerade schon ein bisschen ausgeführt, da sind dann ganz klar auch die Schnittstellen definiert, wann wir dann oder was wir tun und wann wir das Ganze dann auch an die IT des Kunden übergeben, wenn es dann um tiefere Eingriffe da geht. Okay. Wir haben aber dann auch Analysten dahinter stehen, die dann zu den einzelnen Systemen dann auch tiefer reingucken können und gucken können, was ist denn überhaupt passiert, also dann schon, ich sag mal, Richtung einer forensischen Analyse gehen können. Also quasi das Team hinter dem Team, was dann nochmal ins Detail gehen kann und genau, also ja. Ich sag mal, so eine Art First Level, um erstmal eine erste Bewertung vorzunehmen. Und wenn die sehen, da ist wirklich mehr passiert, dann wird geguckt, okay, welchen Bereich betrifft das? Und dann geht man auf den entsprechenden Experten zu, ob das im Firewall-Bereich ist. Und dann geht man da entsprechend rein und der analysiert dann nochmal tiefer die Logs und guckt, was wären jetzt geeignete Maßnahmen an der Stelle. Okay, vielen Dank. Wenn Sie draußen noch Fragen haben, die wir gleich noch aufgreifen sollen, stellen Sie die gerne im Chat. Wir lassen gleich nochmal Nikolas zu Wort kommen. Nikolas, wir haben gleich nochmal eine Frage an dich. Aber Sie können gerne schon mal Ihre Fragen im Chat stellen und dann würden wir im Anschluss darauf noch eingehen. Nikolas, welchen Vorteil seht ihr in dem Betrieb des SOCs bei PCO gegenüber einem selbstbetriebenen SOC? Ja, also so ein bisschen von der Antwort habe ich eigentlich auch schon gegeben. Der Bereich, das 24x7 aufzustellen, ist einfach zu personalintensiv. Wir müssen das Wissen drumherum komplett aufbauen, weil wir einen SOC selbst so auch noch nicht betrieben haben. Das ist natürlich besser, wenn man dann einen Partner an der Seite hat, der da auch schon ein bisschen Erfahrung mit hat. Dann das Richtung Second Level, was Dennis angesprochen hat, mal genauer hinzuschauen, was heißt denn dieses Event und welche Themen müssen wir da dann vielleicht ableiten. Das ist natürlich eine praktische Konstellation, dass halt im Hintergrund noch ein Beratungsunternehmen sitzt, das zu den einzelnen Gebieten sich gut auskennt. Und und dann natürlich die nahtlose Integration in Response Capabilities, also wenn es dann wirklich schief geht, dass man dann eine schnelle Einsatztruppe hat. Für uns ist natürlich noch relevant, es ist ein Osnabrücker Unternehmen, ist greifbar und in der Nähe, was bei uns gut ankommt. Das sind eigentlich so die Gründe, die bei uns dazu geführt haben, dass wir mit PCO gemeinsam zusammenarbeiten. Genau. Matt, möchtest du noch was hinzufügen gerade an der Stelle, oder? Ja, nee, aber Nikolas hat es eigentlich schon gesagt, also das Thema, wenn man einen SOC-Betrieb nutzen möchte, wie schon gesagt, das eine sind, wie schon gesagt, die Capabilities, die Fähigkeiten, die Kompetenzen zu den kompletten, komplexen Security-Technologien, die heute im Markt verfügbar sind und wir sind ja da auch herstellerübergreifend und das andere sind natürlich dann die Kapazitäten, die Ressourcen, die Zertifizierten, das sind ja die SOC-Analysten, sind ja hochspezialisiert entsprechend dort die entsprechend Ressourcen 24x7 zu binden. Ja. Und da denke ich mal, ist die PCO sehr, sehr gut aufgestellt. Ihr seid ja auch in der Microsoft Partnerorganisation, werdet ihr auch direkt gemanagt. Wir schätzen eure Kompetenzen und denke ich mal, würden uns freuen, natürlich mit euch noch mehr Kunden zu gewinnen. Okay,
Matt, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade mal in den Chat geguckt, ich konnte noch keine Fragen sehen. Wenn noch Fragen im Nachgang aufkommen, die jetzt noch nicht Gelegenheit hatten, die zu stellen. Dennis ist später zur Verfügung für 1-zu-1-Meetings. Die können Sie buchen über unsere Landingpage, können da Dennis auswählen für den freien Slideshot und mit ihm gerne noch mal ins Gespräch gehen. Ja, wir sind jetzt schon am Ende angelangt. Matt, vielen Dank dir, Nikolas, auch dir nochmal vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Natürlich auch Dankeschön an dich, Dennis. Danke auch. Wie geht's jetzt weiter? Wenn Sie in diesem Stream bleiben, haben wir gleich ein spannendes Thema für Sie, und zwar die Talkrunde zum Thema Cybersecurity. Unternehmen gehen teilweise unnötig hohe Risiken ein und verlieren ihr digitales Gold. Wie müssen sich Unternehmen zukünftig aufstellen? Wie muss konkret gehandelt werden? Wie können sich Unternehmen effektiv schützen? Dieser Frage gehen wir gleich in der Talkrunde Cybersecurity in diesem Stream auf den Grund. Und in Stream 2 widmen wir uns dem Thema sicher von zu Hause arbeiten. Sichere und verwaltete Homeoffice-Lösungen. Alle reden über das New Normal. Das ist ein Buzzword, was so in den letzten Wochen hochgekommen ist. Gibt es das überhaupt schon? Nils Mewes von Eagle, Marc Rosin von Citrix, Guido Dunkel von den Nils-Steensen-Kliniken und Pascal Schmidt vom PCO widmen sich diesem Thema. Und nach diesen beiden Roundtables kann ich Ihnen auch schon mal ans Herz legen, unsere Kochrunde, in der es dann heißt, es geht nicht um scharf oder mild, es geht um alles. Christian Gebel, Alexis Tänzler und Hanno Pinksmann werden Ihnen ein leckeres Homeoffice-Menü zaubern und sich zu verschiedenen Security-Themen unterhalten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Dennis, Matt, Nikolas, euch nochmal vielen Dank und Ihnen draußen auch nochmal viel Spaß heute beim Deutschen IT-Security-Kongress.